Feuerio zusammen und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy. Ich bin Baloo und freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir haben ja beim letzten Mal in dem Lehrmeister ein bisschen angefangen zu lernen und das tun wir jetzt weiter, weil da gibt es coole Rüstungsteile. So, und ich habe gehört, es gibt insgesamt 6 Lektionen. Okay, kann ich noch nicht. Oh, das hätte ich schon beim letzten Mal rausfinden können. Nee, das darf ich noch nicht. Okay, dann machen wir erstmal die normalen Quests weiter. Hier wollen wir hin. Die Unschuld der Jugend. Also, auf geht's, Quests machen. Und war da unten hatte ich das alles, ne? Wolfshundbringer, Freibriefe, das ist egal. Da und Partizipant bei Fuß. Oh süß, ich muss ihn noch töten. Cool, okay, hallo. Wie wir ja gelernt haben, ist auch diese Attacke hier mega weitreichend. Zack, zack. Ja, macht euch eure Attacken hier, das I don't care. Ich einfach hinter euch. Ich weiß nicht, ich denke mal, AOE-Attacken haben da in dem Sinn den größten Nutzen gehabt. Nein, nicht mich angreifen. Böse Katze. Oder was auch immer du bist. Stachelmulch. Zack. Waren das alle? Waren alle richtig? Schon erledigt. Oh nein, was ist da denn los? Körbe. Oh nein, was? Das ist ein kleines Kätzchen. Das soll böse sein. Wollt ihr mich verarschen? Räudiger Hund. Alter, da hat jemand die Kätzchen eingesteppt und die sind jetzt so gefährlich. Habt ihr gesehen, wie süß das aussah? Nein, das lasse ich nicht zu. Ihr könnt nicht die süßen kleinen Kätzchen töten, ihr blöden Wölfe. Da habe ich Spinne. Ende Gelände hier. Hallo, geht dir gut? Das Curl. Das, oh nein. Guckt euch das arme kleine Kätzchen an. Wie süß das aussieht. Und das wird einmal zu sowas? Egal, trotzdem süß. Winsel, miau. Ich rette dich. Süß, süß. In letzter Sekunde vor dem Tod bewahrt, blickt dich das Curl-Junge mit großen, vertrauensseligen Augen an, als sähe es in dir den Ersatz für seine verstorbene Mutter. Oh, das ist süß gewesen. Oder ist noch süß. Oh nein. Das kann ich nicht abgeben. Das behalte ich. Wer kommt hier? Wow, was bist du? Hallo. Ist das dein Hintern, auf das ich einhaue? Oder dein Vollteil? Ich glaube, ich brauche ja noch für mein Bestiarium. Aber, Alter. Gar nicht so einfach, euch zu erkennen hier. Zack. Sorry. Ist nicht persönlich. Ja? Fatales Ergebnis in der Nähe. Was passiert da? Erst wimmeln. Was? Erst wimmeln, dann wimmern. Okay. Gut. Dann gehen wir da mal hin und helfen. Das ist immer praktisch. Außerdem ist hier unser Questbereich. Halt, lasst mich auch drauf hauen. Kennt euch. Okay, dann eben nicht. Dann töten wir halt diese Dinger. Hey, jetzt renn nicht weg, Kollege. Hallo. Das ist eine Fake-Quest. Bist du dumm? Ich helfe ihm. Zielort. Oh ja, da ist der okay. Halt, ich brauche das noch. Nicht töten, solange ich nicht einmal drauf gehauen habe. Dankeschön. Hat das gereicht? Nein, noch einen. Komm mal her. Ich hatte ja gedacht, ich würde jetzt einfach die Arena fertig machen, aber die darf ich noch nicht, weil ich muss noch Partizipanten bei Fuß machen. So, war es das jetzt? Nee, war es noch nicht. Na, dann holen wir noch das Ding da oben, würde ich sagen. Wo sind wir hier überhaupt? Die nächste große Festung, oder was? Hallo? Renn nicht weg von mir, wenn ich mit dir kämpfen will, klar? Aber allein einen Feldbereich machen ist so meh. Da queste ich lieber. Ich meine, ich will jetzt auch mal zusehen, dass wir mit den anderen in Dungeons gehen können und dann auch gemeinschaftlich weiter questen. Ist das jetzt immer noch nicht fertig? Gibt's gar nicht. Oh nein, ein Fledermaus, süß. Hallo. Tut mir leid, ist nicht böse gemeint, ja. Aber ich kann euch nicht so einfach am Leben lassen. Wie die aushalten. Das ist nicht böse gemeint, kleine Fledermaus. Kann es sein, dass sie sich reckt, indem sie Live-Leech macht an mir? Wäre halt sinnvoll. Die armen kleinen Dinger.
Zack. Ich meine, ich bin jetzt schon Level 18. Ich habe mal gehört, die anderen waren mit Level 15 schon hier oder Level 16 spätestens. Und ich, naja, ich level eventuell ein bisschen mehr, weil ich halt viel mitnehme. Aber ich mache das gerne. Ich mag das so, in MMOs zu spielen. Es ist einfach irgendwie was anderes, als wenn man nur durchrennt. Dann soll ja Spaß. Oh, ich habe eine neue Fähigkeit haben. Verstümmelung. Was macht das jetzt wieder? Du führst eine physische Attacke aus. Kombo-Bedingung, gewaltiger Hieb. Das da. Okay, halt. Und dann. Die Hiebresistenz des Ziels um 10% verringert. Okay, okay, okay. Und dann? Keine Ahnung, ich mach das mal hier oben drauf. Keine Ahnung. Ist dann halt so, ja. Ich bin gar nicht so sicher, was mir das bringt. Aber gucken wir mal. Das, so, jetzt kann ich Kombo-Fähigkeit machen. Zack, jetzt ist das, kriegt das Ding 10% mehr Schaden durch meine Waffe, richtig? Also muss es ja eh dauerhaft drauf sein, aber 10%. Okay, ein 10% Damage Boost ist ja okay, aber ja. Ja, ist okay. Macht ihr dann beim fatalen Ereignis weiter? Nö. Alle so, nö, I don't care. Habe ich von euch, habe ich doch jetzt genug, ne? Da ist kein Symbol mehr drüber. Nee, gut, schön. Aber Fledermäuse muss ich noch eine besiegen. Wahrscheinlich oder hoffentlich eine. Hallo? Kann ich mal mit dir über Gott und die Welt reden? Oder dich einfach töten? So, verstümmeln. Dann haben wir den Debuff drauf. Und jetzt normal draufhauen. Mit 10% mehr Schaden. Zack. Und zack. Auf Wiedersehen. War's das? Ja. Sehr gut. Oh, ich wollte nicht nochmal dagegen kämpfen. Aber hier sind auch noch Viecher, die ich brauche. Jetzt nehmen wir die noch eben mit. Keine Ahnung, ob ich die überhaupt noch für irgendwas brauche, aber wenigstens um Bestiarium voll zu machen. Debuff draufhauen. Es wird halt jetzt immer das Gleiche sein. Ich bin halt ein Tank, ja. Das habe ich schon mitgerichtet. Ich dachte eigentlich, dass Marodeur ein Damage-Dealer wäre. So ein reiner Damage-Dealer. Ist er aber nicht. Ist also wirklich nur ein, also auch ein Tank mit. Ich weiß nicht, ob man den überhaupt als Damage-Dealer mitnehmen könnte in der Gruppe. Aber die Idee von dem Ding ist halt schon, dass er ein Tank ist. Ist es auch nicht schlimm, weil Tanks sind halt ganz praktisch, habe ich mal gelesen, so, ne? Weil man hat halt nicht so viele, oft spielen Leute keine Tanks. Ist halt im WoW auch so, weil die einfach sehr unbeliebt sind. Ja. Ist leider so. Kann ich auch verstehen, weil man als Tank immer sich sehr gut auskennen muss. Ist jetzt für mich, wenn es ein neues Spiel ist und ich mit den eigenen Leuten spiele, um einiges leichter, als wenn ich das mit Fremden mache. Okay, nö, ich gehe dann mal. Nee, nee, lasst mich mal in Ruhe. Ich wollte eh hier hin. Kann ich das aktivieren, während die nebenher sind? Bitte, 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 bitte. Au. Okay, kann ich nicht. Na, dann müssen wir halt jetzt eben dafür sorgen, dass ihr mal eben alle sterbt. Vielleicht solltet ihr mich dabei aber nicht töten. Das wäre super. Wir machen halt schon viel Schaden, ne? Noch einer. Zack. Und zack. Sehr schön. Jetzt habe ich natürlich hier mitgeholfen, aber wenn ich jetzt gleich hier rausgehe, dann gibt es da keinerlei Belohnung für. Also so gar keine. So, ich spreche es immer noch aus. Patripatan bei Fuß. Du spürst eine feindliche Präsenz. Oh, süß. Das ist auch eine Katze. Bist du auch ein Körrel oder wie du auch heißt? Danach kann ich auf jeden Fall die nächste Quest machen. Jetzt habe ich vergessen, meinen Debuff draufzusetzen. Was ist das denn hier oben? Paralyse. Was bitte verursacht Paralyse? Das Vieh an mir? Okay, ist tot. Das arme Katzi. Das ist nicht fair von mir. Könnt ihr bitte hier die Fate fertig machen? Dann muss ich das nicht machen. Das wird wohl anscheinend keiner tun. Aber egal. So, geben wir erstmal die Quest ab. Dann sollten wir, wenn wir beide Quests abgegeben haben, auch die letzte Arena-Stufe machen können. Und dann, ja. Geht's da weiter. Lehrmeister. So, Gisela, hier. Pass auf, ich habe die Katze besiegt. Wolfs und Bändiger, bitteschön. Kontal hat mir erzählt, dass du bei der vierten Stein nach dem Wolfs und Welpen suchen willst. Stimmt das? Ja. Herr Dreinhund. Der arme kleine Hund.
Da bist du ja wieder. Und wen haben wir da? Ist das etwa der kleine Racker, von dem Kontai erzählt hat? Oh, wie süß. Sie war bei mir und hat mir alles gebeichtet. Ich hatte den Eindruck, dass sie ihre Taten wirklich bereut. Und es gibt noch eine gute Nachricht. Was denn? Während du nach den Welpen gesucht hast, habe ich zusammen mit anderen Gelbjacken die meisten Piraten, die für das gesamte Schlamassel verantwortlich sind, verhaftet. Oh, gibt es da überhaupt noch Leute? Die machen ja alle nur Scheiße, die Piraten. Damit sollte sich die Lage ein wenig beruhigen. Danke für deine Hilfe. Der Welpe scheint dich ja sehr zu mögen. Ich glaube, er hat sich als sein neues Frauchen auserkoren. Ich finde, du sollst ihn behalten. Meintest du nicht auch? Bei uns Gelbjacken würde ihn kein schönes Leben erwarten. Wir müssten ihn wohl in einen Zwinger sperren. Also kümmere dich gut um ihn. Düs. Ich krieg ein Haustier. Ja, das finde ich schön. Begleiter. Wer hast du eine Pfeife halt, mit dem du deinen Begleiter herbeirufen kannst? Um das Kommando Begleiter zu rufen zu lernen, musst du zunächst die Pfeife benutzen. Wenn du den Gegenstand benutzt hast, erscheint ein neuer Eintrag. Cool, ich habe doch was gekriegt. Oh nein, Fehlschlag. Ach, egal. Unter Begleiterverzeichnis, blablabla, im Charakter. Das ist cool. Um einen Begleiter vorzuschicken, klicke einfach erneut auf das Icon des Hervorrufens. Das kennen wir. Begleiter erzeugen keine Fehlzeichnigkeiten, nehmen aber auch nicht an Kämpfen teil. Cool, okay, dann kriege ich jetzt bestimmt noch die Katze. So, hier, bitteschön. Ich habe eine Katze. Gib mir eine Katze. Oh, die ist süß. Sieh an, die Gefahr ist also gebannt. Doch was hat es mit dem Curl-Jungen auf sich, dass du im Schlepptau führst? Uns war da ganz allein und deine Mami war tot. Ich habe es gerade so gerettet. Es muss das letzte überlebende Exemplar der Meute sein, das ausgerechnet dieses schwache Wesen den rachsüchtigen Mäulern der Wolfshunde entkommen ist. Grenzt ein Wunder. Ein Wunder, dass du es möglich gemacht hast. Übrigens wurden wir soeben gemeldet, dass die verantwortlichen Piraten allesamt verhaftet wurden. Alles. Viel Blut ist geflossen, doch dank dir wurde der Krieg zwischen den Wolfshunden und den Curl ein Ende gesetzt. Danke für deine Hilfe. Miau. Nun bleibt nur noch zu klären, was wir mit dem jungen Curl machen. Es wirkt nicht gerade gefährlich, wie es dir am Rockschoß hängt. Das ist doch kein Rock oder eine Katze. Doch im Laufe der Zeit wird es zu einem gefährlichen Curl heranwachsen und dann könnte es ungemütlich werden. Schließlich steckt ein Raubtier in ihm. Nein, das ist eine kleine süße Katze. Pass auf, du wirst dich um das Junge kümmern und es gut erziehen, damit seine blutrünstigen Instinkte nicht aufkeimen. Verstanden? Du wirst bestimmt eine gute Ziehmutter abgeben. Oh ja, ich krieg eine Haut hier, eine Katze. Ich nehme natürlich, wer hätte es auch anders gedacht, muss ich aber gerade mal gucken, was ist denn die Pfeife? Wo war das? Begleiter. Fies? Begleiter? Nein, die haben gesagt über C, irgendwie so. Über den Charakter. Nein, fies, wartet. Charakter... Oh. Fies. Wo ist... Nein. Freunde, nein. Das ist aber gemein. Wo ist mein Begleiter? Hallo? Ich habe doch eine Pfeife bekommen, haben sie gesagt. Wo ist die Pfeife? Achso, okay. Benutzen. Tada! Und... Tada! Gelernt. Okay, jetzt vielleicht. Begleiterverzeichnis. Yay. Okay. Wir ziehen das mal hier oben hin, weil ich die haben will. Da ist die Katze. Hallo, kleines Curlymus. Oh, süß. Oh, ist das süß. Oh, das finde ich cool. Das finde ich wirklich cool. So, jetzt darf ich wahrscheinlich Partizipanten bei Fuß noch nicht abgeben. Jetzt ist hier noch diese Plus-Quests sind ja immer Bonus-Quests rein. Aber ich habe das doch jetzt gemacht. Also, wo muss ich damit hin? Zurück zu meinem Boss. Okay, und dann können wir den letzten Arena-Kram machen. Dann reisen wir mal, würde ich sagen, zurück in die Stadt. Auf geht's. Komm, kleine Mietzekatze, komm mit in den Kreis und dann teleportieren wir uns zusammen zurück. Ich freue mich. Wir haben eine kleine Katze. Ich glaube nur, das Problem ist, untere Decks ist nicht ganz richtig. Mann, komm. Zack, zack.
Und dann, ne, hier ist nämlich in dem Bereich gar nichts. Außer da neue Gilden. So, dann bitte einmal hoch zum... wie hieß es denn? Nicht unteres? Nein. Oh, ich vergesse immer, wie das da oben heißt. Korallenturm, Marodeursgilde. Man muss auch ein bisschen blind sein. Also easy. So, hallo, bin Valui. Hier, Meister, ich hab das Ding besiegt. Also bitte, krieg ich jetzt eine Belohnung? Hi. Reinfred hat mir bereits von deinen Taten berichtet. Sehr beeindruckend, Valui. Du repräsentierst unsere Gilde vorbildlich. Ich habe noch eine weitere Aufgabe für dich. Sie soll dir selbst zeigen, wie stark du mittlerweile geworden bist. Begib dich zum Argelis und melde dich bei Skapfgim. Er wird dir helfen, deine Axtkunst auf ein höheres Niveau zu hieven. Zu wem? Zu wem? Ja, machen wir. Hier. Angura, da bist du ja. Ich hab schon mit Ungeduld auf deinen Bericht gewartet. Du sollst ja Unglaubliches verbracht haben. Ich und meine Leute schulden dir Dank. Ein starker Arm, unbeugsamer Wille und ungetrübtes Urteilsvermögen. Du besitzt alle Qualitäten einer wahren Kämpferin. Sei dir sicher, dass du einmal eine bedeutende Rolle in Eoseras Schicksal spielen wirst. Es ist nur eine Frage der Zeit. Badron hat ein gutes Auge für Leute mit Potenzial. Das muss man ihm lassen. Und der Admiral wird genauso beeindruckt sein, wie prächtig du dich hier in Limsa machst. Ich muss gestehen, dass du auch mein persönliches Interesse geweckt hast. Wärst du vielleicht bereit, uns ein paar von deinen Erlebnissen zu erzählen? Klar, komm, machen wir jetzt. Gehen wir eine Runde Bier trinken und dann erzähle ich dir, wie es hier... Ernsthaft, ohne Witz? Ich erzähle den... Okay. Ishtoal arbeitet nun schon die ganze Weile mit uns zusammen. Hat sie dir das erzählt? Deswegen konnten wir glücklicherweise auch dieses Mal auf ihre Hilfe zählen. Aber nun, da du so eine beeindruckende Leistung bei dem Vorfall mit der Victory gezeigt hast, ganz zu schweigen von dem Kampf an der Turpentum-Siedlung, bist du ganz oben auf der Liste der verdienstvollsten Personen. Oh, ich fühle mich so geehrt. Der Admiral! Der wer? Oha. Ist das jetzt der... The Boss? Oha. Valui, darf ich dir Admiral Blöfswin vorstellen? Okay, hallo, ich bin Valui. Schön, dich kennenzulernen. Du bist also die Abenteurerin, von der mir berichtet wurde. Ja, ich bin Valui. Ich bin Melvin Blufiswin, Admiral des Mahlstroms. Blufiswin, okay. Melvin, okay. Ja, das hatte ich aber immerhin richtig ausgesprochen. Von ganz Limsalominsa danke ich dir. Hier, nimm das als Belohnung für deine Hilfe. Schließlich lebt niemand von Luft und Ehre allein. Baderon und Kommandant Rainer haben mir alles über deine Heldentaten erzählt. Die Rede wie eine Schlange. Seit deiner Ankunft in Limsa begangen hast. Bitte leiste uns bei dem kommenden Festessen Gesellschaft. Schließlich hast du die finsteren Machenschaften der Sahagin unterbunden. Das muss gefeiert werden. Oho! Eine persönliche Einladung. Also, wir sehen uns beim Festessen. Sei bitte pünktlich. Ohne unseren Ehrengast werden wir kaum anfangen können und einige der Piraten werden ziemlich mürrisch, wenn sie zu lange aufs Essen warten müssen. Okay, ich bin jetzt wohl hochwohlgeborener, ehrenhafter Baloui. Und ich kriege einen Ring, der anscheinend ziemlich kacke ist.
Warum? Egal. Tada! Tada! Jetzt weiß ich nur gerade nicht, wo ich jetzt eigentlich hier die Partizipanten bei Fuß... Ich muss nicht wirklich zurück, oder? Das ist jetzt ein Witz, richtig? Haha. Haben wir alle ein bisschen gedacht. Ich muss zurück zu den... Och nö. Zu den Sommerfoodhöfen. Warum? Ja, machen wir erstmal jetzt hier die Quest. Komm, Rainer. Erzähl mal was hier. Also. Dass du deine Einladung für das Bankett von Admiral Melville bekommen hast, ist nicht schlecht für eine gewöhnliche Abenteurerin. Gratuliere. Auch für uns, die dem Admiral nahestehen, ist es selbstverständlich, zu einem festlichen Bankett eingeladen zu werden. Ist es nicht selbstverständlich, okay. Es ist eine besondere Ehre. Du hast dir einen guten Namen gemacht, indem du dich mit Leib und Seele den Diensten von Lim Salominsa gestellt hast. Sicher musst du dabei auch den einen oder anderen mühseligen oder eintönigen Auftrag erfüllen. Aber das gehört eben dazu, wenn man sich noch die Sporen verdient. Und mit jedem Auftrag hast du einem Bürger dieser wunderbaren Stadt geholfen. Darauf kannst du stolz sein. Das Bankett ist eine gute Gelegenheit für dich, neue Bekanntschaften zu schließen. Du solltest dich von deiner besten Seite zeigen. Dazu gehört natürlich auch deine äußere Erscheinung. Ey, sprich mit Baderon. Er hat ein überraschend gutes Gespür für alle Fragen der richtigen Etikette und wird dich gut beraten. Willst du mir sagen, ich sehe nicht hübsch genug aus, oder was? Oder wie? Oder was ist das Problem jetzt hier? Hat sie das gesagt im Prinzip? Nein, ne? Nein, würden sie nicht wagen. Nein, nein. Ich bin wichtig, nett, freundlich und gut aussehend. Immer. Hoffe ich. Hallo, ich bin Balui. Tschüss, ich bin Balui. Hallo, ich bin Balui. Der Kristall da unten leuchtet, ey. Kannst du durch alle Wände durchgucken. Naja, fast. So, Baderon. Hast du für mich irgendwie einen Anzug? Das wäre cool. Darf ich den vor allen Dingen auch behalten danach? Das ist die nächste Frage. Also, Baderon, hier. Stimmt es, dass du die Einladung zum Bankett erhalten hast? Alle Achtung, das ist wirklich eine Ehre. Ich habe mich gehörig an meinem Humpen verschluckt, als ich davon hörte. Ich kann mich gut daran erinnern, wie du das erste Mal hier hereinspazieren kamst. Wer hätte damals gedacht, dass du so schnell zu einem Bankett des Admirals eingeladen werden könntest? Wusstest du, dass das Essen aus dem Bismarck angeliefert wird? Das Bismarck ist das feinste und beste Restaurant in ganz Eosial. Das wird ein Festmahl, an das du dich dein Leben lang erinnern wirst. Ich beneide dich wirklich um diese Gelegenheit, aber genug geschwärmt. Du bist ja hier, um von mir ein paar Tipps in Sachen Etikette zu bekommen. Eins muss ich dir ganz deutlich sagen. In diesem Aufzug kannst du dort nicht aufkreuzen. Wir müssen noch etwas an deiner Erscheinung feilen. Es fehlt ein entscheidender Akzent. Statte doch Yinasim vom Brugai-Konsortium einen Besuch ab. Sie versteht sich auf solche Sachen und verwandelt dich in eine wahre Dame von Welt. Hallo, ich bin hübsch, aber vergiss nicht, hier nochmal vorbeizuschauen. Ich möchte sehen, was sie aus dir gemacht hat. Ja, yeah. Okay. Wo ist die Gisela denn? Unten. Okay, müssen wir bitte einmal hier Aufzug. Ding Dong. Wo will ich überhaupt hin? Ich glaube Erdgeschoss. Scheint ja unten zu sein. Ich bin so cool. K-L-U cool. K-K, ja, okay, das wollte ich sagen. Ist alles gut. Bei Louis alles gut, wie immer. Jo, hallo. Können Sie hier nicht so ein Radau machen? Hallo, nicht hier fallen, wenn ich... Okay. Baderon schickt dich, damit ich dich zu einer wahren Dame von Welt mache? Da habe ich genau das Richtige für dich. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber es wird deine Erscheinung vollkommen verändern. Wenn es um die Garderobe geht, geben die Details den Ausschlag. Glaub mir, ich kenne mich da aus. Meine Haare haben nicht zufällig das gleiche Rot wie meine Kleidung. Schick, nicht wahr? Nimm diese Kiste. Was sich darin befindet, fragst du? Ich will dich nicht auf die Folter spannen, aber du solltest sie am Beisein von Baderon öffnen. Warum? Das sagt er dir dann selber. Okay. Wieso habe ich das Gefühl, dass es nicht so
mega positiv für mich ist, auf die Gisela zu hören. Wo ist der Aufzug? Da. Einmal bitte zurück zur Ertrinkensorge. Ja. Da war ich doch gerade. Es müsste doch jetzt schnell gehen. Ja, sag ich doch. So, Baderon, ich habe hier so eine Kiste gekriegt. Erzähl mal, was das so auf sich hat. Hier, bitteschön. Da bist du ja wieder. Hat Jasnas mir deine Ich meine, hat sie dir etwas gegeben? Wie? Meine Schwass? Meine Schrottkleidung oder was? Lass sie mich für dich öffnen. Tada! Im Namen aller Linser, denen du bisher so fleißig geholfen hast, überreiche ich dir dieses Geschenk. Ein paar Gamaschenschuhe. Wir wollen nur, dass du dir dem Parkett eine gute Figur absiebst. Das war eine Überraschung, oder? Damit hast du nicht gerechnet, was? Die Freude steht dir ins Gesicht geschrieben. Nicht doch, nicht doch. Wer wird denn dann gleich in Tränen ausbrechen? Mit den Schuhen wirst du auf dem Parkett eine glänzende Figur abgeben. Genau das Richtige für eine so wichtige Veranstaltung. Lass dich von dem Geschenk daran erinnern, dass wir alle hinter dir stehen. Wenn du dich schick gemacht hast und bereit für das Parkett bist, sag mir Bescheid. Ich erkläre dann, wie du da hinkommst. Okay. Das ist so lieb von dir, dass du mir Schuhe geschenkt hast. Ja, ja, das ist super. Ich ziehe sie mir auch direkt an, ey. Oh, ey, oh, ey. Sind die wirklich so schick? Ja, wow. Wow, okay, ja, hier bringe ich mich zum Bankett. Also, los, ich will zum Bankett. Dann bist du also bereit für neue Taten? Sehr schön, das Baguette, ja. Das Bankett, da gibt es vielleicht Bankett, aber das Bankett beginnt nämlich gleich. Das passende Schuhwerk für diese festlichen Gelegenheiten hast du? Damit meine ich, hast du sie an deinen Füßen. Dann mach dich mal auf zur Admiralsbrücke. Dort findet die Fete nämlich statt. Wenn du mit Zanteil in der Bollwerkhalle redest, wird er dir zeigen, wo es lang geht. Und Bauch rein, Brust raus, nur nicht schüchtern sein. Schließlich bist du die Heldin, der Limsa-Luminsa so viel zu verdanken hat. Freut mich. Was willst du? Nicht winken. Hallo, nicht winken. Müssen wir schon wieder nach unten? Ich drehe am Rad, dreh. Gut, fahren wir wieder runter. Bollwerkhalle, zack. Gut, dass Sora mich nochmal an die Aufzüge erinnert hat. Ey, da hätte ich mir einen Wolf gesucht, wenn ich da weiterhin so umhergeirrt wäre. So, könntest du mir einmal bitte sagen, wie ich da hinkomme? Admiral? Festliche Schuhe? Eine Abenteurerin mit festlichen Schuhen? Oh, na, das nenne ich mal festliche Schuhe. Bei Limleins Großmutter. Komm, Abenteurerin, ich führe dich zum Festessen. Was machen die Schuhe denn aus? Wollt ihr mich verarschen? Wie fest ist nur Schuhe? Oh, man. Guten Tag, Chefin. Steht eine Heldin, die ihr Herzblut für Limsa-Lominsa gegeben hat. Möge Limlen sie segnen. Limlen. Und sicher durch jeden Sturm lotsen. Die tätowierten Piraten, denen du begegnet bist, nennen sich die plündernden Schlangen. Sie bestehen aus Halsabschneidern und Verrückten, die sich mit Leib und Seele dem Primae Leviathan verschrieben haben. Sie vergrößern ihre Reihen, indem sie arme Seelen entführen, die ihnen nachts über den Weg laufen und sie dann zur Gefolgschaft zwingen. Ich brauche dir nicht zu sagen, wie tief unsere Feindschaft mit den Sahagin geht. Wie sich ein Seemann diesen Fischbestien und ihrem Gott anschließen kann, ist unbegreiflich. Zum Glück konntest du ihr abartiges Treiben unterbinden.
Dank dir können die Limser wieder ungestört über die Planken torkeln, ohne von fischigen Klauen ins Meer gezogen zu werden. Was leuchtet da? Ist das etwa ein Lichtkristall? Unglaublich! Nach dem Kampf gegen die Gubu hast du doch von einem großen Kristall geredet, oder? Ihr Licht leitet sie. Ja, Yestola hat vermutlich recht. Yestola. Du wurdest von einer höheren Kraft gesegnet. Das, was du in deiner Vision gesehen hast, könnte der Urkristall, die Seele des Planeten Heidelin gewesen sein. Heidelin. Wenn er dich erwählt hat, dann könnte das Schicksal Eorzeas von deinen Taten abhängen. So wie früher von den Taten der Krieger des Lichts. Kennst du die Geschichte? Vor der Katastrophe gab es Helden aus fremden Landen, die todesmutig gegen die übermächtigen Primae kämpften. Als die Eoseische Allianz gegründet wurde, schlossen sie sich uns an, um das Galäische Kaiserreich zurückzuschlagen. In der Schlacht von Karteno zogen sie mit uns gegen die Gallier zu Felde, um Eorzeas Freiheit zu verteidigen. Doch auf dem Höhepunkt der Schlacht verschwanden sie. Jeder, der das Blutbad überlebt hat, erinnert sich mit Stolz daran, an ihrer Seite gekämpft zu haben. Doch niemand weiß, was aus ihnen geworden ist. Und ihre Namen können wir nicht richtig fassen, als würden sie sich unseren Gedanken entziehen. Wenn wir uns ihre Gesichter in Erinnerung rufen wollen, sehen wir nur schattige Umrisse vor einem hellen, blendenden Licht. Das geht jedem so, der sie kannte. Und deswegen werden die Helden von damals Krieger des Lichts genannt. Irgendwie erinnerst du mich an sie. Pass gut auf den Kristall auf. Warum Heidelin ihn dir gegeben hat, wird sie dir sicher noch offenbaren. Heidelin. Vertraue ihr und lass dich von ihrer Stimme leiten. Aber was habe ich getan? Was habe ich getan? Was? Danach greift! Krieger von Uldar, zeigt eure Stärke! Verflucht! Die linke Flanke verliert an Kraft! Die Barrakudas müssen nachrücken! Die Kerntruppen müssen die Position halten, um jeden Preis! Die gelben Schlangen sind in Bedrängnis. Schnell, schickt ihnen die weißen Wölfe zu Hilfe. Wir können die Abenteurer nicht im Stich lassen. Nicht, wo sie so großen Mut beweisen. Was ist los, Kane? Nichts. Es ist nichts.
einem lauen Lüftchen wie diesem werden wir nicht weichen. Irgendwas ist dort drüben. Raubahn an die Blutgeschworenen! Was ist da los? Antwortet! Verflucht! Raubahn, bitte um Antwort! Hier ist Jackie Schreider von den Blutgeschworenen! Jackies? Verdammt, was ist los? Was passiert da? Uah, was ist das? Wir müssen weg von hier, aber es gibt keinen Ausweg. Verdammt, Chloe war brennt! Jackies, melde dich! Jackies! General Raubahn, hier geht nichts mehr! Wir müssen weg! Die Flammen sind überall! Antworte! Jackies! Clovis War! Sind das extra alles französische Stimmen? Ihr Götter! Wofür wollt ihr uns bestrafen? Auch kein Kontakt zu den Barracudas? Nichts, Admiral. Die Kontaktperle ist tot. Was ist mit unseren Kämpfern? Keine Antwort, ehrwürdige Saatseherin. Eine dunkle Präsenz scheint den Empfang zu stören. Versuch es weiter. Wir müssen sie erreichen. Jawohl. Admiral. General, es ist aus. Wir müssen den Befehl zum Rückzug geben. Und Louisoir, wollt ihr den krepieren lassen, ja? General, es ist zu spät, um einfach nach dem Sieg zu greifen. Diese Schlacht wird keinen Sieger kennen, das wisst ihr. Wir opfern unschuldige Leben. Seht die Abenteurer, die kämpfen, obwohl sie kein Eid an uns bindet. Lasst sie gehen. Wenn jemand bei Louisoir bleiben soll, dann wir. Befehl an alle Einheiten des Mahlstroms. Sofortiger Rückzug. Ich wiederhole. Alle Einheiten zurückziehen. Gebt der Abenteurerinfanterie den Vorrang. Die Haupttruppen sichern den Rückzug. Verflucht! Funker! Die Legion zieht sich zurück. Was? Ich weiß, dass die verdammte Kontaktperle tot ist. Renn schon los, verdammt nochmal! Das ist kein Gefecht gegen die Galliar mehr. Das ist ein Massaker von unbeschreiblichen Ausmaßen. Dalamut ist unser Ende. Dieser abscheuliche, grenzenlose Hass. Wir nehmen unsere Position an Louisoirs Seite ein. In Stellung. Kaspahamul, so geni mumut si du und sul. Das ist aber eine interessante Sprache. Ich denke mal, ihr könnt das selber lesen. Niemand hat weh. Kiesgard hat
Oder doch? Beachte sie nicht. Mögen sie unsere Gegenwart bemerken. Sie sind doch machtlos. Dies ist der Beginn, die Geburt der wahren Gestalt dieser Welt. Okay, keine Ahnung, wie lang das heißt, diese Vision, die ich jetzt gerade hatte. Oh Mann, ist das heute eine lange Folge, aber ich will nicht mittendrin abbrechen, das macht keinen Sinn. Oh, ich lieg in einem Bett. Bin ich umgekippt? Morgens, hartes Fländchen, war wohl ein bisschen zu viel für dich. Nein, eigentlich war ich, also ich habe eine Vision, hallo. Nicht böse sein, eine Vision. Meine schicken Sandalen, ey. Du erinnerst dich wohl nicht, hm? Dann sage ich dir, was passiert ist. Du bist mitten im Festessen zusammengeklappt und sie haben dich hierher zurückgeschafft. Ist ja kein Wunder, so wie du dich in letzter Zeit verausgabt hast. Ja, hier Schlaf habe ich nicht viel gekriegt, das stimmt. Nur ein kleiner Rat von mir, das ist nicht gesund. Ruh dich mal ordentlich aus. Ach, das hatte ich fast vergessen. Der Admiral will dich noch einmal sehen. Wenn du dich stark genug fühlst, dann geh zu Zantail und bitte ihn, dass er dich vorlässt. Aber erst, wenn du dich erholt hast, klar? Okay, da meint es wieder einer zu gut mit mir. So ist das halt. Aber das Essen war cool. Die Vision habe ich nicht ganz verstanden. Ich weiß nicht, wie weit es in der Vergangenheit liegt, was ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das bei der großen Schlacht war gegen diesen Gott oder eben nicht. Oder erst später gekommen ist oder so. Oh Gott, der Domino passt sehr schön. Das hier ist ja mein Schlafzimmer. Und ich denke, hier werden wir jetzt einfach mal die Folge beenden. Lief lang genug. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Eine spannende Story. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und kommt gerne wieder. Bleibt schön feurig. Tschüss.